Ich begrüße Sie ganz herzlich zum öffentlichen Glockenguss hier in der Glockenstadt Apolda. Besonders begrüße ich all diejenigen aus Kapellendorf, die sich auf den Weg hierher gemacht haben. Hierher, wo wir heute die mittlere, die Ewigkeitsglocke für die Kirche in Kapellendorf gießen wollen. Es ist üblich, wenn eine Kirchenglocke gegossen wird, dass der Guss unter den Segen Gottes und unter das Gebet gestellt wird. Und das wollen wir heute auch hier in Apolda auf dem Melanchthonplatz tun. Wir feiern diese Andacht im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Vertraut dem Herrn deine Werke an, so werden deine Pläne gelingen. Herr, erhöre unser Gebet und lass das Rufen zu dir kommen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, Herr des Himmels und der Erde, die ganze Schöpfung verkündet dein Lob, auch durch Gesang, Orgelmusik und Glockenklang. Sieh auf das Werk unserer Hände, segne dieses flüssige Metall, das für den Guss der Glocke bestimmt ist. Leite seine feurigen Ströme und schenke unseren Mühen Erfolg. Gib, dass die neue Glocke uns hilft, gemeinsam deinen Namen zu verherrlichen, inmitten der Gemeinde. Das gewähre uns durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Was? Jetzt ja. Ich hoffe, Sie haben alle Liedblätter bekommen. Da finden Sie die beiden Strophen, die beiden mittleren Strophen, die Sie dann bitte mitsingen sollen. Erst beginnt der Chor. Verleih mir höchste solche Güte,
Liebe Apolda, liebe Gäste, die heute extra hergekommen sind, ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen. Pfarrer Robscheid kennen die Apolda ja alle, den muss ich nicht vorstellen. Ich bin Pfarrer Dietmar Hauser, ich war knapp 40 Jahre bei Schmalkalden Pfarrer und bin jetzt im Ruhestand wieder zurückgekommen. Und ich bin heute auch ein wenig aus familiären Gründen hier, weil Frau Schilling meine Mutter ist. Ja, wir haben in diesem Jahr ein ganz besonderes Ereignis. Genau vor 300 Jahren wurde hier in Apolda wurden die ersten Glocken gegossen. Und so steht es auf einer der Glocken, die noch hier auf unserem Turm hängt. Durch Gottes Hilfe goss mich Johann Christoph Rose in Apolda anno 1722. Das ist der Beweis. Nun wird mancher sagen, na gut, das ist alles Rückschau, das ist alles mal gewesen. Gibt es denn in Apolda nicht etwas, was auch ein bisschen nach vorne schaut oder mit der Gegenwart zu tun hat? Ich denke, dieses Jubiläum hat sehr viel mit unserer Gegenwart zu tun. Und mit der Geschichte von Apolda, wo wir davon ausgehen, dass weit mehr als 20.000 Glocken in ja, mehr als 50 Länder geliefert wurden. Dazu kommen noch mal vielleicht mehr als 20.000 Stahlglocken, die in den Zeiten des Krieges dann gegossen wurden, als man keine Bronze zur Verfügung hatte. Dass diese Glocken nicht einfach nur Geschichte sind, sondern heute noch läuten, wie unsere Glocken hier auf dem Turm, das ist das Besondere. Und das gehört zu dem heutigen Tag dazu, dass wir uns zwar an die Vergangenheit erinnern, aber auf der anderen Seite über etwas ganz Gegenwärtiges reden. Nämlich etwas, was uns bewusst oder unbewusst durch die Tage begleitet. Etwas, was uns begleitet in fröhlichen Stunden, wenn man Hochzeit feiert, Taufe oder andere Dinge. Oder auch, wenn man traurig ist. Und dann sind die Glocken immer unser Begleiter. Und insofern ist das etwas ganz Tolles und Aktuelles. Und wenn wir uns heute hier versammeln und die Glocken hören, wir haben sie übrigens in der Reihenfolge eben zum Schluss nochmal gehört, wie sie auch gegossen wurden. Ja, so hört man die Schilling-Glocken, die Ulrich-Glocken, die Glocken überall auf der Welt. Es ist erstaunlich, wo sie alle sind. In Sri Lanka läuten sie zum Beispiel. Das Abenteuerliche ist Nordkorea. Da bin ich nicht ganz sicher, ob sie noch läuten, aber auf jeden Fall in Pyongyang ist auch eine Schilling-Glocke gelandet. In den USA, ja, viele in der Tschechei, natürlich in den ganzen Ländern wie Schweiz, die in der Umgebung hiermit sind. Aber wie gesagt, auch in ganz exotischen Ländern, da richten sich die Menschen durchaus nach dem, was die Glocken dann angeben an Zeit, genauso in Indien wie hier in Apolda. Der Anfang der Glocken hier in Apolda war eine ganz merkwürdige Geschichte. Und das ist schon etwas, wo man schmunzeln kann. Die Apolda hatten nämlich den Auftrag vom Großherzog in Weimar bekommen, nicht nur ihre kleine Martinskirche zu haben, die nur ein bisschen am Rande stand, damals noch am Rande von Apolda, sondern sie sollten eine neue Kirche, eine Stadtkirche bauen, die etwas größer war. Und merkwürdigerweise haben sie gesagt, na gut, dann fangen wir gleich mal an. Und sie haben den Gebrüdern Rose eine Nachricht gegeben, ob sie nicht schon mal zwei Glocken gießen würden. Dass man das Pferd mit dem Schwanz aufzäumt, scheint hier in Apolda gut zu klappen oder scheint etwas, was zu unserem Leben dazugehört. Denn das ist so ungefähr, wie wenn ich mir schon mal einen Schrank kaufe und sage, dann bauen wir hinterher das Haus dazu. Genauso ist das hier gewesen. Und es hat 172 Jahre gedauert, bis die Kirche stand, in der dann die Glocken geläutet haben. Dinge, die halt passieren und die zur besonderen Geschichte hier mit dazugehören. 20 Jahre bevor der Glockenturm fertig war und die Kirche gebaut wurde im 19. Jahrhundert, hat dann ein Spender in Apolda gesagt, da gehört zu zwei Glocken auch noch eine dritte dazu. Das wäre ganz schön. Und hat bei den Gebrüdern Christoph Ulrich, hat er dann eine kleinere Glocke, die wir jetzt als zweite Glocke gehört haben, noch dazugegossen. Und dann ist praktisch die Kirche Ende des 19. Jahrhunderts eingeweiht worden.
Ja, und 1913, ein Jahr vor dem Großen Weltkrieg, ist dann die eine Glocke von Rose, die große Glocke, zerbrochen. Man hat im gleichen Jahr dann ja die Firma Schilling und Söhne gefragt und die hat dann die große Glocke nachgegossen. Und dann beginnt die Geschichte, die dann durch alles hindurchführt. Nämlich im Ersten Weltkrieg sind sie noch bewahrt worden. Da mussten sie nicht runter. Es gab, glaube ich, nur 2 oder 3 Kirchen in Thüringen, wo das nicht so war, dass die Glocken nicht abgenommen wurden. Im Zweiten Weltkrieg sind sie heruntergekommen. Auch die Glocke von Rose, die war dann mit dabei. Und die Schillingglocke, nur die kleine, ist oben geblieben. Die Glocke von Rose, die nun wirklich in diesem Jahr 300 Jahre alt wird, diese Glocke, ja, sie ist wiedergekommen. Die Schillingglocke ist zerschlagen worden und existierte nicht mehr und ist dann 1950 ein zweites Mal gegossen worden und dann von Schillings der Kirche zur Verfügung gestellt worden. Wir sehen, es geht durch die Zeit und so vieles gehört dann mit dazu. Da hat sich auch ganz viel verändert. Wer die Glocken von Roses ansieht, der entdeckt darauf, dass der Glockengießer noch ja eigentlich 2 Gewerbe hatte. Auch bei Ulrich steht das noch auf dem Wappen dazu. Glockengießer und Kanonengießer. Das war etwas, was eine sichere Bank war. Solange Friedenszeiten war, wurden Glocken gegossen. Wenn Krieg kam, hat man Kanonen gegossen und hinterher auch wieder verdient. Das hat sich mit der Zeit dann geändert. Und es ist so geworden, dass man ja auch im Ersten Weltkrieg die Glockenbronze schon nicht mehr nutzen konnte. Und im Zweiten Weltkrieg hat man die Glocken alle runtergeholt. Man hat sie zu einem recht großen Teil vernichtet. Aber man hat sie nicht mehr nutzen können, weil es sich doch nicht so eignet wie die modernen Waffen. Wie gut das eigentlich ist. Und dann gibt es so eine lange Geschichte, ja, von dem, was die Glockengießer dann drauf gemacht haben. Jeder Stifter hat sich verewigt. Die ganz großen Glocken, die hier in Apolda gegossen wurden, Kaiser Wilhelm, Gedächtniskirche oder auch ja, der dicke Pitter, wo man so sagen kann, das sind alles Glocken, wo natürlich der Stifter auch bestimmt hat, was drauf war. Auch das Wappen wurde dann drauf gemacht. Wir haben zum Glück, und das ist so eine Geschichte, die kommt in den Medien immer mal wieder vor, aber das ist uns lange bekannt. Nur wenige Glocken, die wenigstens in der Zeit des Dritten Reiches dann auch Embleme dieser Zeit mit trugen. Zum Glück waren das nicht viele, aber es gehört auch zu dieser Geschichte mit dazu. Genauso wie es natürlich eine ganze Menge Glocken gibt, dann die lange nach dem Krieg gegossen wurden, wo auch dann das DDR-Emblem mit drauf ist. Man sieht auch an den Glocken die Geschichte, durch die alles gegangen ist. Und das ist etwas, was nie ein Geheimnis war, sondern was eigentlich klar auch zu dieser Geschichte dazugehört. Und so können wir trotzdem fröhlich feiern, auch wenn jemand manchmal vielleicht meint, da gab es doch auch schwierige Zeiten. Natürlich gab es die schwierigen Zeiten. Aber zu unserem Apolda Glockengießen gehört dazu, dass der Glockengießer Schilling, Otto Schilling vor dem Zweiten Weltkrieg sich dann geweigert hatte, kriegstechnische Dinge herzustellen. Und daraufhin war die Gießerei gleich geschlossen und die jüngeren Brüder mussten zur Armee, die waren dann gleich fort. Eine Geschichte, die praktisch dann auch in diesen Ort mit hineingehört. Ja, es sind Dinge, wo man sagen kann, jetzt sind 300 Jahre in das Land geflossen. Viele unterschiedliche Zeiten und Erfahrungen wie heute, wie wir das wieder merken, dass da sich die Zeiten auch ganz schnell ändern können, wo wir darüber nachdenken, genauso heute, dass ja Krieg gar nicht so fernes aus der Vergangenheit ist, sondern manchmal auch in unserer heutigen Zeit dann mit dazugehört. Und doch sind diese Glocken auch heute noch unsere treuen Begleiter, die uns mahnen, mal innezuhalten, die uns helfen, mal zu sehen, dass man eine neue Perspektive kriegt, die deswegen läuten, dass man am Sonnabend mal aufhört zu arbeiten und auch freie Zeit hat und genießt und vielleicht etwas nachdenkt über das, was das Leben mit ausmacht. Und so haben wir uns überlegt, so wollen wir heute auch eine Glocke gießen, ja, wo es nicht darum geht, dass man die nur irgendwo hinhängt, die dann und wann läutet, sondern es soll eine Glocke sein, die wirklich auch läutet, die Menschen begleitet. Und da wir nun schon 3 wunderbare Glocken hier haben im Glockenturm, da ergab sich, dass dann Kapellendorf ja, diese Glocke dann bekommen soll und darüber sind wir sehr froh.
Wir hören jetzt erst einmal den Chor mit Jubilate Deo und dann hören wir ein kurzes Wort vom Kapellendorfer Bürgermeister, der etwas dazu sagt. Und Sie können schon mal hier vorschauen, da sehen Sie eine Glocke aus Kapellendorf. Ich übergebe das Wort an Bürgermeister Elstermann aus Kapellendorf. Ja, nochmal einen schönen guten Abend. Ich habe vorhin ja schon mal gesprochen, in der ersten Reihe kann man sehen, dass ich mich umgezogen habe. Ich möchte aber nochmal betonen, dass ich nicht jetzt als Bürgermeister spreche, ich spreche jetzt einfach als einfaches Gemeindeglied und Vertreter vom Arbeitskreis, der das Glockenprojekt praktisch begleitet und angeschoben hat. Und für mich ist heute ein ganz besonderer Tag. Also ich habe jetzt Gänsehaut, ich darf mitgießen. Und das ist für mich, ich läute seit über 40 Jahren die Glocken als einer der Glöckner von Kapellendorf. Es ist was Besonderes. Also ich wollte jetzt kein Eigenlob machen, ne? Ich wollte es nur sagen, damit Sie mich verstehen, wie es mir gerade geht. Sie sehen jetzt hier die kleine Glocke, das ist die kleinste Glocke von Kapellendorf. Die ist heute früh haben wir sie runtergeholt und sie ist seit 235 Jahren das erste Mal wieder am Licht. Die große Glocke, ich habe es vorhin schon mal kurz erzählt, aber für die noch nicht da sind oder da waren, die große Glocke, die Schöpfungsglocke, die ist schon in Passau im Mai gegossen worden. Die ist auch gelungen. Es ist eine seltene Glocke, weil der Glockengießer sagt, er hat sie in der Form das erste, dritte Mal in seinem Berufsleben gegossen. Zu der Glocke, die wir heute gießen, kann ich sagen, die Vorgängerin ist ungefähr 1586 gegossen worden, war bis ca. 1818 in Betrieb. Dann ist sie zersprungen, wurde nochmal neu umgegossen und war dann bis 1917 für die Gemeinde da zum Läuten. Und jetzt kann man wieder sagen, nach 100 Jahren oder 100, mal ein paar Jahre drauf,
kommt sie jetzt wieder zum Vorschein als Bronzeglocke. Und sie wird ungefähr 350 Kilo wiegen. Die große Glocke wiegt ungefähr 500, die schon gegossen ist. Und diese kleine hier ungefähr 150. Ich würde es jetzt einfach dabei belassen, weil es geht gleich los. Danke. Vielen Dank. Ja, der Ofen muss jetzt wieder laufen, dass er auf Temperatur kommt, aber ich denke, man kann es trotzdem verstehen. Wir hören jetzt noch einmal den Chor mit dem ersten Teil von Nun danket alle Gott von Felix Mendelssohn Bartholdy. Ja, was ist eigentlich das Besondere an den Glocken, die hier gegossen wurden? Wer schon einmal in Griechenland war, der findet da, hat das gesehen oder kann es auch heute noch immer wieder erleben, dass der Vorklänger der Glocke dort auch zum Gottesdienst ruft. Und das ist ein großes Klangbrett, in das meist der Mönch, auf das der Mensch schlägt mit einem großen Hammer. Es klingt so ähnlich, wie wenn auf dem Bahnhof die Waggons gekoppelt werden. Es ist ein lauter Knall, aber es ist durchaus sehr gut hörbar, auch über manches Tal hinweg und große Entfernungen. Eine Glocke ist aber etwas anderes. Da geht es nicht nur um einen Schlag oder um ein Signal oder wie eine Sirene, um etwas, was die Leute mitkriegen. Die Glocke ist etwas sehr Diffiziles. Sie hat zwar einen Grundton, den wir so als Grundton auch vielleicht identifizieren können, aber man kann ganz locker bei einer Glocke um die 70 oder über 70 Teiltöne dann bestimmen und feststellen. Und die schwingen alle gleichzeitig. Und wenn die Glocke schwingt, dann mischen sich diese Stimmen noch, sodass das ein besonderes Gemisch an Glocken und Tönen ist, die unser Ohr dann erreichen. Für mich ist das immer so etwas wie ein Bild für uns Menschen. Da gibt es nicht den Ordentlichen, den Einfachen, den ganz Besonderen oder sonst etwas, sondern in unserem Leben mischt sich auch so vieles. Und was wir von uns geben, ist immer eine große Mischung von Gefühlen, von Erfahrung und das brodelt in uns und dann kommt es irgendwie heraus. Es ist immer etwas Besonderes. Deswegen kann man Glocken auch nicht ohne weiteres zusammenhängen. Auch wenn die Grundtöne zueinander passen, gibt es immer viele Dissonanzen. Man hört das bei den Glockenspielen ganz deutlich. Aber das ist das Besondere, dass man doch, obwohl man unterschiedliche Töne hat, trotzdem zusammenklingt. Und dass es da auch in dem, wo man beieinander ist, dann mittlerweile die unterschiedlichen Töne hört. So ist es in der Ehe, so ist es in Beziehungen, so ist es an einem Ort. Hier hat man sogar in Apolda im letzten Jahrhundert die Glocken von dieser Kirche und von der katholischen Kirche ja aufeinander abgestimmt und trotzdem klingt jede Glocke anders. Dieses Miteinander klingen und schwingen, das ist nach meinem Eindruck das ganz Besondere. Und deswegen, wenn wir Glocken hören, dann ist es wichtig, dass man mal genau hinhört und merkt, das ist so wie unser Leben. Für mich ist es noch eine zweite Sache.
Und zwar ist es irgendwie ein Bild für das Leben. Wir haben ja praktisch die Glocken, die auf einem Turm sind, die miteinander schwingen. Aber dieses Schwingen hat seine Besonderheit. Ich habe als junger Pfarrer immer gedacht, man könnte im Leben jemanden den Schmerz nehmen. Auch wenn das in einem tollen Popsong so die Rede ist, dass das jemand könnte. Ich habe mit der Zeit gelernt, man kann es nicht. Vielleicht kann man jemandem anders noch einen Horizont irgendwie eröffnen. Aber jemanden den Schmerz oder das Leiden abnehmen kann man nicht. Aber, und da sind die Glocken sozusagen das Bild für unser Leben, man kann alles begleiten. Die Glocken aus Apolda, auch so wie sie gestimmt wurden als Geläut, hatten immer vor allen Dingen starke Molltöne mit drin. Deswegen ist es eben nicht nur bei festlichen Anlässen, sondern auch bei traurigen Anlässen etwas, was uns irgendwie erhebt und was uns auch Mut gibt. Und dieses, dass da jemand uns begleitet in schönen, aber auch in ganz schweren Tagen, auch die Dinge begleitet, die wir nicht ändern können, das ist das Besondere. Und so haben diese drei Glocken das getan und tun sie das überall auf der Welt, dass sie Menschen begleiten bei all dem, was sie erleben. Der Apostel Paulus hat einmal gesagt, das ist christliches Leben, dass man mit den Traurigen weint und mit den Fröhlichen sich freut. Dass man Menschen begleitet, dass man beieinander bleibt und dass man alles irgendwie dann entdeckt, da ist doch nie jemand bei mir. Und dafür stehen unsere Glocken. Ein letzter Gedanke, Sie werden sich fragen, warum redet der da vorne so lange? Wir haben doch gedacht, ich komme jetzt zum Glockenguss und da muss es gleich zur Sache gehen. Aber das hat seinen tiefen Grund. Mit dem Glockenguss ist etwas verbunden, ja, wo man sagen kann oder wo jeder Gießer, der wirklich viel gegossen hat, sagt, auch wenn man noch so gut ist, man weiß nie, was herauskommt. Erst ganz am Ende, wenn die Glocke aus dem zugestampften Lehm herausgeholt wurde, dann sieht man, ob es was geworden ist oder auch nicht. Und man kann keine Garantie geben im Leben, dass es etwas wird, sondern es ist immer eine offene Sache, wo man zum Schluss sagen kann, das war gut oder das war vielleicht nicht so gut. Und das wussten die Gießer durch alle Zeiten hindurch. Mein Stiefvater hat zu DDR-Zeiten, als es schon VEB war, jeden Guss damit begonnen, dass er dann gerufen hat, Hut ab zum Gebet. Und dann wurde das Gebet gesprochen. Vorher und ohne das gab es keinen Guss. Und aus diesem Grunde haben wir gesagt, wir versammeln uns heute mal ganz in Ruhe. Wir denken etwas nach. Aber wir tun es heute genauso, dass vor dem eigentlichen Guss das Gebet steht. Und das wird nachher dann gesprochen. Wir hören nun den zweiten Teil von Nun danket alle Gott, Felix Mendelssohn Bartholdy.
Pfarrer Hauser hat es eben schon gesagt, man weiß im Leben nie so genau, was kommt, beim Glockenguss auch nicht. Deswegen gibt es jetzt gleich eine kleine Programmänderung, Mike. Das nächste Lied wird erst später gesungen. Jetzt kommt Gebet und Segen und dann ziemlich schnell der Guss, weil die Temperatur jetzt gerade so ist, dass dann gleich gegossen werden kann. Lasst uns miteinander beten. Lasst uns beten zu unserem Schöpfer und Herrn. Für diese Glockengießerei Perner und ihre Mitarbeiter, schenk ihnen deinen Beistand und Segen. Für all die Menschen, die diese Glocke geplant und Mittel dafür aufgebracht haben, erfülle sie mit Freude an deinem Werk. Für alle, die als Spender ihren Beitrag zu dieser Glocke gelebt haben und zu deiner Verherrlichkeit, vergilt ihnen ihr Opfer mit himmlischem Lohn. Für die Gemeinde Kapellendorf, der diese Glocke dienen wird, lass sie wachsen im Glauben und in der Liebe. Für alle, die der Ruf dieser Glocke erreichen wird, berühre sie mit deinem Geist und mache ihr Herz offen für dich und für ihre Mitmenschen. So segne Gott der Vater alle, die hier auf dem Platz sind. Geht hin im Frieden des Herrn. Der Vater, alle Mitarbeiter der Glockengießerei Perner, lass das Werk gelingen, die Glocke dir zum Ruhm und zur Ehre erschallen. Geht im Frieden des Herrn. Amen. Geht ihr dann doch zur Seite, vielleicht ist das kurz hier. Rudolf, möchtest du noch was sagen, ganz kurz? Zuerst ein herzliches Grüß Gott an alle, die gekommen sind. Wir freuen uns sehr, dass wir die Glocke heute hier gießen dürfen. Liebe Margarete, alles Gute zum 90. Geburtstag. Ich möchte nur kurz erklären, was wir machen. Wir machen jetzt die letzten Vorbereitungen am Ofen und an der Bronze, damit sie richtig legiert ist. Dann wird der Ofen aufgekippt. Und die flüssige Bronze läuft über die Rinne zur Form. Das alles wurde so gut wie möglich vorbereitet. Ein Restrisiko bleibt immer. Bleiben Sie ruhig, schauen Sie sich's an und wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Danke. Jetzt eben ist die Temperatur gemessen worden und es wird jetzt
es wird jetzt das Zinn zugegeben. Die Mischung, das was jetzt heiß ist, enthält schon eine gewisse Menge Zinn, aber noch ein letztes Stück Zinn wird hineingegeben, dass die Bronze dann eine gute Stabilität hat. Jetzt wird die Schlacke herausgenommen, die oben drauf liegt. Jetzt kommt Holzkohle obendrauf. Es gibt noch mal eine kräftige Wärme von oben auf das Gussmaterial. Ganze Mannschaft.
Jetzt wird die Gussrinne gereinigt. Jetzt kommen die Zinnbarren noch dazu.
Temperatur wird noch einmal bestimmt und die Windpfeifen werden geöffnet oder beziehungsweise gereinigt. Denn wenn das glühende Metall einfließt, muss ja die Luft, die sich in dem Raum befindet, wo die Glocke entsteht, dann auch herauskommen können. Die Öffnungen waren abgedeckt, damit nichts reinfällt. Es dauert noch 10 Minuten. Vielleicht überbrücken wir diese 10 Minuten noch mit etwas, was ich eben abgewürgt habe. Ich freue mich, dass unser Bürgermeister hier ist. Er möchte noch etwas sagen. Es ist ja nun die Apolda-Geschichte, ich habe es vorhin erklärt, dass die Apolda 172 Jahre warten mussten, bis die Kirche fertig war, nachdem die Glocken gegossen wurden. Wir haben bewusst keine Glocke für ein neues Glockenmuseum gegossen, weil wir gesagt haben, nicht, dass es dann wieder passiert, dass 172 Jahre später das Glockenmuseum erneuert wird und dann neu entsteht. Aber das wird sicher nicht so sein, oder? Hallo, das ist natürlich eine Steilvorlage, lieber Dietmar, vielen Dank. Was lange währt, währt gut, liebe Margarete. Ich möchte dir ganz recht herzlich im Namen der Stadt Apolda, im Namen aller Bürger ganz recht herzlich zu deinem 90. Geburtstag gratulieren. Nein, brauchst du nicht aufstehen, ich komme runter. Ich denke, 90 Jahre sind es wert. Du bist ja auch die Ehrenmedaillenträgerin in der Stadt Apolda für besondere Leistungen. Und ich möchte heute die Gelegenheit nehmen, um dir unsere neue Glockenmünze als Geburtstagsgeschenk zu übergeben. Und ich wünsche dir natürlich viele gemeinsame Stunden, lieber Ernst, mit dir, dass ihr gemeinsam das lange genießen könnt. Herzlichen Glückwunsch zum 90. Nein, das machst du nicht. Margarete, vielen Dank. Und dann war es so verabredet, machen wir noch mal ein bisschen den Werbeblock. Unsere Glockenmünze seit heute in der Touristinformation in der Sparkasse Mittelthüringen zu erwerben. Und du sollst eine der ersten von mir bekommen. Herzlichen Glückwunsch und herzlichen Dank für dein Wirken in der Stadt, zum Wohle unserer Stadt und auch für die Außenwirkung, die wir haben. Also alles Liebe und Gute für dich, Margarete. Ja, jetzt haben wir die Minuten überbrückt, Dietmar. Gleich, oh, stürzt nicht noch. Das wäre noch. Und also mit dem Glockenmuseum, das wird, ja. Ja, ich denke schon. Ich werde es nicht mehr erleben, aber als Bürgermeister meine ich, erleben will ich es schon noch, aber nicht mehr als Bürgermeister. Für diejenigen unter Ihnen, die den polytechnischen Unterricht in der ehemaligen DDR erlebt haben, die wissen, wie sowas funktioniert. Ne? Denn im ESP-Unterricht in der 7. Klasse war Gießen als Urformverfahren ein Thema. Ich habe es leider nicht unterrichtet, ich habe immer nur 9. bis 12. unterrichtet, aber der Lehrplan gab das her. Und ich bin gespannt, was draus wird. Herr Perner, haben wir die Zeit gut überbrückt? Oder müssen wir noch ein bisschen was Smalltalk machen? Vielen Dank. Ich habe hier gerade noch ein Bild überreicht bekommen für meine Mutter, wo sie ganz fröhlich drauf ist. Das will ich ihr noch geben. Wir haben natürlich heute Morgen schon gratuliert in der Familie. Das ist keine Frage. Ja,
Da können wir noch etwas ansagen. Und zwar 300 Jahre Glocken ist wirklich eine tolle, spannende Geschichte. Sie finden hier vorne einen Tisch, wo Sie eine Publikation meiner Mutter kaufen können. 300 Jahre Glocken aus Apolda. Ich finde es sehr leicht und gut lesbar und ist vor allen Dingen mit vielen Bildern aus der Gießerei und von Glocken, die von Apolda ausgegangen sind, dann mit bestückt. Sie können das sehr, sehr gerne erwerben. Es gibt noch andere Bücher, die der Dietmar Rau mit seiner Druckerei vertreibt, aber das können Sie heute noch hier bekommen. Das steht Ihnen dann zur Verfügung. Ja, ach ja, das Wichtigste, nein, nicht das Wichtigste. Etwas Wichtiges wäre auch noch zu sagen, wir wollen am Schluss eine Kollekte für die einen oder anderen Unkosten, die auch mit dem ganzen Projekt heute verbunden sind, gerne sammeln. Und auch an diesem Tisch können Sie sehr gerne etwas einlegen. Wir wären dankbar, wenn Sie die Gelegenheit nutzen und am Schluss noch eine Kollekte mit einlegen. Und jetzt kann ich es ja schon machen, wir möchten uns ganz herzlich bedanken. Es sind viele da, die mitgespendet haben, dass dieser Tag heute so gestaltet werden konnte. Es gab viele Mitwirkende. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Chor, beim Mike, bei vielen, die alle so mitgemacht haben. Und wir bedanken uns auch bei der Stadt und da besonders bei denen, die von Kommunalservice hier ganz viel getan haben. Wir kommen, ja, das ist ein Applaus wert, unbedingt. Wir kommen da gerne noch mal hin und bringen noch mal ein bisschen was zu essen und zu trinken vorbei. Vielen Dank für all das, was da getan wurde. Okay, jetzt geht's los. Der Ofen kann an einer Seite angehoben werden, damit das Metall dann herausfließt. Für alle, die die Chronik schreiben, es ist genau 20 Uhr, wie geplant.
Jetzt wird der Kessel gleich gekippt. Kleinen Moment noch. Wir können uns auch gut vorstellen, wie aufregend das 1722 war, wo es noch keinen Traktor gab oder dergleichen. Der Probeguss. Den Test bekommt Margarete Schilling. Da steht noch was Besonderes drauf. In Gottes Namen.
Die heiße Luft strömt durch die Windpfeifen der Krone. Es kommt noch etwas Holzkohle hier unten drauf, damit es nicht auskühlt. Das überschüssige Metall, ich weiß nicht, ob Sie es verstanden haben, wird jetzt durch einen kleinen Kanal abgeführt. Man kann das nicht genau berechnen vorher, nicht hundertprozentig. Die Glocke ist jetzt gefüllt. Gut, es scheint gelungen zu sein. Das Ergebnis sieht man dann, und da kommt das nächste Fest, wenn die Glocke nach Kapellendorf einzieht, beziehungsweise natürlich schon eher in der Gießerei Perner in Passau, wo die Glocke dann morgen früh auch hingebracht wird. Es ist gut gelungen und deswegen singen wir gemeinsam. Sie haben es alles auf den Liedblättern. Großer Gott, wir loben dich. Die Strophen 1 bis 3, 10 und 11. Thank you.
Ich hoffe, dass Rudolf Perner jetzt schon vorkommen kann und sein Mitarbeiter. Wir bedanken uns mit einem kräftigen Applaus bei den Glockengießern. Vielen, vielen Dank. Und als ganz kleinen Gruß haben wir etwas, was die Kehle etwas abkühlt und euch etwas abkühlt, nämlich eine große Flasche Bier, 300 Jahre Apolda, die es auch hier zu erwerben gibt. Vielen, vielen Dank. Und muss ich noch vorstellen, der Mitarbeiter kann seinen Namen selbst sagen. Ich. Ganz herzlichen Dank. Und natürlich für den Mitarbeiter, der kurzfristig dazugekommen ist, aus Kapellendorf, auch eine herzliche Flasche. Gut. Und zuletzt für Herrn Schau, der alles das in vielen möglich gemacht hat. Wo ist er? Der kommt bitte hierher. Er hat keine Chance zu entkommen. Das Handy ist hin. Ach nee, das ist das andere. Ja, hier ist dann das Probestück. Alles Gute, Margarete. 4.7.22, das Probestück mit Widmung vom Schwiegersohn eingefügt. Ja, vielen Dank, Herr Schau. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und empfehlen natürlich die nächsten Abende. Kommen Sie gerne mit, das gibt es nicht alle Tage, auch in Apolda nicht. Und nutzen Sie das aus, was dann in dieser Woche noch weiter geschieht. Vielen Dank, einen schönen Abend.